Recht herzlich willkommen zur 83. Folge von Avorion. Ja, da vorne ist unser Schiff, was jetzt gerade abbaut, wie ihr rechts seht. 242, 272, der ist richtig am Rackern, das ist schon mal gut. Wir sind hier ganz in der Nähe und müssen mal gucken, was hier für uns so drin ist. Das da rechts, das sieht so aus, als ob das letzte Update das verbessert hat mit der Ansicht des... Ja, das wird so sein. Hier, wenn ihr seht, hier dieser Balken hier hinter der Graue, der ist wohl beim letzten Update reingekommen. Da gab es nämlich zwischenzeitlich eins. Und das sieht jetzt besser aus, ne? Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mal hier nachgucken, was der von uns oder für uns im Angebot hat. Der möchte Treibstoff haben. Okay, dann haben wir mal gerade die Übersichtskarte. Den hatten wir schon gemacht. Jetzt das Habitat. F. Schwarzes Brett. T wollen die jetzt haben. Da unten ist das, glaube ich, die. Das ist Militärstation, wollte gerade sagen. Habitat passt doch gar nicht. Militärstation, schwarzes Brett. Ressourcenknappheit, 4 Fahrzeuge fehlen und. Sektor erkunden, machen wir jetzt nicht. Dann zoomen wir wieder raus und wieder raus. Den hatten wir, jetzt machen wir den. Munitionsfabrik. F. Schwarzes Brett. Wir wollten eine Munitionslieferung haben. Ja, das ist, dreht sich jedes Mal hin und her, ne? Das ist so ein bisschen doof. Aber okay, das hatten wir. Ich glaube, da war irgendwo die Munitionsfabrik. Jetzt gucken wir erstmal nach dem Schiff, nach der Schiffswerft, was die haben wollen. Oder Fusionskerne. Okay. Ja. Das war da. Das Reparaturdock haben wir jetzt. Und was brauchen die? Stahl. Okay. Ja, jetzt ist es ganz schlimm. Jetzt hat sich nämlich auf Kopf gedreht, glaube ich, hier die Ansicht. Keine Ahnung warum. Reparaturdock, Schiffswerft. Was ist wirklich das Reparaturdock hier? Ja. Dann muss das die Munitionsfabrik sein. Ja, passt. Ich glaube, dann haben wir tatsächlich schon alles hier im Sektor gemacht. Wer ist das? Ein Frachter. Und da ist noch ein Güterschiff. 2 verschiedene Fraktionen sind das. Ja gut, hier ist also nichts zu holen in dem Sinne. Wir können ja nochmal hier reingucken gerade. Und was können wir verkaufen? Antigraf-Einheiten wären hier mit 30.000 am besten. Würden wir ungefähr 5, glaube ich, verdienen. Und das zweite war dann noch, was wir haben, ist ja alphabetisch hier sortiert. Müssen wir zum L hin, Laserkompressor, nee, das war es nicht. Nee, da ist das nicht, was wir haben. Ich habe auch gerade keinen blassen Schimmer, was es war, was wir haben. Lasermodulatoren, da unten rechts steht das ja. Die haben wir noch an Bord. So, das war es dann hier. So, jetzt müssen wir überlegen, wo wir weiterfliegen. Und bevor wir losfliegen, müssen wir unser Schiff mitnehmen dann. Den nehmen wir dann in Schlepptau sozusagen, ne? Ja, jetzt ist die Frage, ne? Wo kriegen wir unser Zeug los? Wir haben hier ein Tor noch da. Vielleicht sollten wir das nehmen. Aber es könnte sein, dass wir in einen roten Bereich kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir vor zuletzt waren, ob wir hier waren oder so. Wo dann dieser Boss da kam, ne? Ja. Rechte Maustaste, können wir die Karte dann bewegen. Ich denke, wir nehmen das Ost-Südost-Tor, ne?
Ost-Süd-Ost-Tor. Da ist eins. West-Nord-West. Kann mal einer gerade sagen, wo das andere Tor ist? Da unten, okay. Das ist aber das Nordtor, passt also auch nicht. Da oben ist es. Ost-Süd-Ost-Tor passt. Jetzt müssen wir natürlich unserem Schiff, was da gerade was abbaut, einen Befehl geben. F. Kurfürstversicherung. Befehl. Mich eskortieren. So, kommt auf uns zu. Und wir wollen jetzt dahin. So, dann geht die Reise los. Mal gucken, ob die auch nachkommen, ne? Da links ist ein böser, roter. Na, wir gehen da, springen da rein. Ja. So, jetzt ist die Frage, kommt er jetzt nach oder nicht? Wir haben die Torgebühr bezahlt. Tja. Die Frage, ob der da jetzt durchkommt oder nicht, ne? Oder kommt er nicht dadurch? Eigentlich sollte er wissen, wo wir hingesprungen sind. So. Machen wir mal so, dass wir das Tor sehen und gucken uns gerade ein paar andere Dinge an. Antigrafeinheiten haben wir, aber der Preis ist nichts Interessantes. Und das andere waren Lasermodulatoren. Luxus. Nö, gibt's hier gar nicht zu verkaufen. Gut, das bedeutet, wir können jetzt nur gucken, dass wir hier auf der Karte schauen, ob es hier irgendwo was gibt, was interessant ist. Das hier zum Beispiel, Reparaturdock. Was wünscht denn das Reparaturdock von uns? Solarzellen wollen die haben. Nochmal rein. Und sonst gibt es hier nichts. So, jetzt ist die Frage, ob das Schiff uns noch folgt. Da ist der Miner 1. So, wo ist das Tor? Da ist es. So, und jetzt bin ich mir nicht sicher. Fliegen wir mal durch und gucken, ob der in der Nähe schon ist oder so. Aha. Der Miner 1 hat das Ziel verloren. Jetzt ist nur die Frage, wo das Schiff überhaupt ist. Das passierte natürlich erst, als ich hier durchgeflogen bin, ne? Ja, sehr interessant, er ist schon hier. Okay. Krass.
Okay, dann hier war ja nichts Besonderes. Dann müssen wir mal gerade gucken, wo wir dann hinspringen. Ich glaube, das war in den roten Bereich. Dann nehmen wir lieber den Süden. Wo ist das zweite Tor? Da oben. Und Süd-Südwest. Dann geht die Reise dahin. Ist die Frage, ob der Miner 1 noch den Befehl hat. Ist er? Da ist er. 869. Joa, komm noch näher, dann wird das wohl passend sein. Das ist das falsche Tor, das ist das richtige. Dann checken wir mal den Durchflug nach da und gucken, was dahinter los ist. Und hoffen, dass der Miner dann auch nachkommt. Ja. Gucken wir mal. Hier ist aber nichts los. Was ist das? Ein Gaskollektor? Okay. Der sah so anders aus, aber hier gibt es auch nichts zu verkaufen. Die Map aufrufen und dann überlegen, wo wir hinfliegen. Da gibt es schöne Blips hier um die Ecke. Können wir mal einen ansteuern und gucken, ob unser Miner dann auch hinterherkommt. F interagieren. Ach so, weil wir selber ausgehen, alles klar. Weil wir selber ausgewählt sind. So, gucken, ob der nachkommt, ne? Jetzt gibt es bestimmt die Fehlermeldung, dass der Miner uns nicht weiß, wo er ist. Oh doch, er weiß, wo wir sind wahrscheinlich. Okay. Hier gibt es ganz viele schöne Sachen. Ist bestimmt irgendwo ein Dingens. Wie heißt es? Ein Asteroid zum Abgrasen. Da ist er schon, oder? Okay, das bedeutet, wir haben da ein Problem, ein technisches Problem, der kann uns nicht folgen, der Miner. Der ist nämlich jetzt durch das Tor gesprungen und befindet sich hier. Das bedeutet, wir müssen zurückfliegen, um ihm dann neue Befehle geben zu können, wahrscheinlich. Gut, aber das ist ja nicht schlimm. Dann machen wir jetzt gerade hier den Flug rein. Und jetzt muss er hier sein, da ist er. Und ach so, ne, hier ist er auch schlecht, weil hier gibt es ja keine Asteroiden groß, glaube, ne? Ich glaube, hier war empty, ne? Sieht nicht aus, dass hier ein Asteroidenfeld ist. Das ist schade. Machen wir die Karte auf. Dann springen wir hier nach Südwest, ne? Genau. Das ist aber nicht das West-Südwest-Tor. Da oben ist noch irgendwo eins. Ost-Südost. Dann ist das unser Nord-Nordost, ne? Wo ist denn unser Tor jetzt, wo wir hinwollen? Ah. Nord-Nordost, da sind wir im Endeffekt hergekommen. Und das da? Ost-Südost-Tor. Da möchte ich ja nicht hin. Da möchte ich hin. Genau, Südwesttor. Da geht die Reise hin.
einmal da durch und dann schauen wir weiter. Der Miner, der folgt uns ja. Gut, hier können wir schon mal gucken und hier geht auch mit dem Miner gleich was zu machen, denke ich. So, machen wir so. Zoom raus, gehen hier gucken, was die haben wollen. Schwarzes Brett. Gold- und Bergbauroboter sind hier gefragt. Und da ist noch was. Gashersteller. Okay. Gucken wir, was der Gashersteller möchte. Glas. Glas oder Gas? Das ist jetzt die Frage, ne? Glashersteller, okay. So, jetzt müsste der Miner hier mal vorbeikommen gerade. Keine Ahnung, wie lange der braucht, wenn der da ist. Okay. Hier gibt es keine weiteren Richtungen sozusagen. Gibt es auf jeden Fall schon einige fremde Schiffe. Die rot sind. Da zum Beispiel sind das die O-Not. So, das bedeutet, wir begeben uns wahrscheinlich dann doch wieder hier rein. Ich glaube, das ist gerade durchgeflogen. Kann das sein? Ja, super. Dann können wir da wieder durchfliegen gerade. Und hoffen, dass der noch nachkommt und nicht kaputt ist gleich. So, was haben wir da? Das Solarkraftwerk hat jetzt hier. War das vorhin auch? Weiß ich nicht. Schwarzes Brett. Energiezellen. Ja, ich glaube, das war vorhin nicht so. Ich wollte gerade sagen, was ist das für eine komische Ansicht, aber das ist das Tor, wo wir gerade durchgescrollt sind. Ja, Torgebühr bezahlt, daran erkennt man jetzt, dass das Schiff hinterher ist, oder? Solarkraftwerk. Jo, da ist er. Der parkt ganz schön dicht, ne? Das ist ein bisschen doof. Dann schieben wir den nämlich schon an. Wäre schön, wenn die das ein bisschen hinkriegen würden, dass der nicht so nah parkt. Energiezellen sind da gefragt. Gut. So, das bedeutet, wir nehmen jetzt den östlichen Part. Nord-Nordost, ne? Das ist es, ne? Ost-Südost, ja. Fliegen wir die Richtung. Gucken wir, dass wir durch das Tor kommen und schauen, was dahinter was ist. Vor allem, dass da unser Sammler wieder sammeln kann, ne? So. So, da sind wir durch. Gucken wir uns das Ganze hier mal an. Da ist ein rotes Tor. Das heißt, hier ist auch so eine halbe Sackgasse dann, ne? Kann sein, dass hier überhaupt... Hier ist nur das eine Tor in Richtung Rot. Ja, und das ist hier unten. Ich denke mal, wir nehmen das Tor und gucken kurz rein, wo die Reise weiterhin gehen kann, ob wir da vielleicht dann
abzweigen können, dass wir wieder in einen sicheren Sektor kommen. Die Signale werden stärker, ja. Da sind wir durch. Und da kommen wir nur weiter südlich. Ich glaube, das können wir dann vergessen. Das schafft unser Miner nicht, uns zu folgen. Kein Sektor ausgewählt. Achso, das war wahrscheinlich die Geschichte mit dem Leertaste drücken, um zum Sprung anzusetzen. Da habe ich dann falsch rum drauf gedrückt, wahrscheinlich. So, und wenn ich da jetzt durch bin. Ne, der ist noch hier. Und fliegt hoffentlich nicht durchs Tor gerade. Super. Oh, das ist ein Held. Wieder drehen. Einmal 1000 Credits bezahlt, nur für einmal hin und her fliegen durchs Tor. Weil der Miner nicht weiß, wo ich bin. Super, ne? Das ist das Solarkraftwerk. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier lang müssen. Da können wir wieder nach Norden fliegen. Ja, bringt was anderes bringt das gerade nicht. Ist das das Tor? Ich glaube nicht, ne? Südwesttor, ne? Das ist das Tor, wo durchgekommen sind. Nord-Nordost. Ja, müssen wir da lang fliegen. Piraten greifen den Sektor an, okay. Aber wir sind ja schon gleich wieder weg. In der Hoffnung, dass unser Anhang hier nicht angegriffen wird, ne? So, und jetzt hier. Ja, wir können durch das Tor in den roten Sektor fliegen und dann da rechts rüber vielleicht, ne? Ich glaube, das machen wir einmal diesen Sektor und dann müsste es ja hier weitergehen, ne? Müssen wir halt einmal durch. In der Hoffnung, dass unser Miner das auch schafft, ne? Ja, gut, aber wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt hier erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.